oder eine Festung und einen Hafen auf der Insel in der Tyrs Bay errichten. Hof, Kaserne, Haupthaus, Schmiede, Sägewerkturm, Hafen, Alchemistenhöhle, Orga, bla bla bla. Und los, los, los. Ich bin zum Angriff bereit. Wusste ich doch, dass da noch was steht, die Schmiede von denen. Ah, ihr greift schon mal die Höfe an. Nein, ihr greift zuerst ein Paladin an. Jo, ist ein Paladin. Wir können keine Einheiten mehr bauen, wenn ich die in deren Höfe kaputt mache. Haha. Again. Wollt ihr jetzt aufmucken oder was? Haha, ihr habt keine Chance gegen die Macht der Horde. Bum, bum, bum. Und zack, fertig. Dann alle auf das Haupthaus, los. Bei denen heißt das Rathaus, Ihr habt keine Chance mehr. Wieso holt ihr immer noch Gold? Machen sich unnötig Arbeit, obwohl sie kurz vorm Tod stehen. Also ich würde ja lieber versuchen wegzurennen und wegzuschwimmen, auch wenn das Wasser mich wegen der Kälte umbringen würde. Aber lieber so sterben, als von einem gnadenlosen Ork erschlagen zu werden. Und zack, fertig. Go, go, alle hier drauf. Es gibt auch noch eine Seite, wollte ich nochmal gesagt haben. Du gehst mal dahin, damit der von da aus angreifen kann. So. Und zack, fertig. Dann mal hier an die Kirche. Damit haben sie bestimmt ihre Paladine ausgebildet. Ein Paladin ist ja nichts anderes als ein Krieger des Lichts. Von daher kann man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen. Aber wir werden die Menschenkampagne sowieso noch spielen. Das ist ja die Erweiterung, glaube ich, oder? Ach, egal. Ich habe aber irgendwie so das Gefühl, dass die Ork-Kampagne nicht mehr lange dauert. Sind ja mittlerweile schon bei 8, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Und 4 wird es bestimmt nicht mehr zu bieten hier. Die Höfe gehen so schnell darum, das ist unglaublich. Ah ja, da sind wir schon am Ende angelangt, endlich. Bereitet euch vor auf die letzte Schlacht. Einmal kurz speichern. Ganz kurz speichern. Ich will jetzt nichts alles riskieren, alles falsch machen. Ich muss ganz klar den Turm als erstes angreifen. Aber wer weiß, ob wir das auch tun. Ah, machen nämlich nicht alle, wusste ich. Ah, egal, wunderbar. Turm ist down. Und stirb.
sterbt alle. Er zittert vor der Macht der Orks. Sind ja noch zwei Türme und noch ein Schiff und noch ein Schiff und noch ein Schiff. Okay, das lief anders als geplant. Laden. Seht ihr, genau aus diesem Grund habe ich auch gespeichert. Einfach sinnvoller. Jetzt hol ich noch zweimal den Kampfbot raus und dann... Wir greifen an 6895 Holz, 5210 Gold. Die Goldmine ist leer. Hier machen sie die letzten Bäume weg. Wow. Ah, die haben keine Chance mehr. Ich greife jetzt von hier so zack seitlich an und dann mache ich den Turm da auch nochmal, den Turm da auch nochmal, den. Inwiefern zerstören die dann unsere Stadt? Kommt schon, zeigt euch! Entschuldigung. Ah. Ja, ich sehe nichts. Und hier auch nicht. Nö. Oh. Jetzt weiß ich wo. Soll mich jetzt nicht aufhalten. Einmal hier im Vorbeigehen, zack, machen wir die fertig. Schon mal den zweiten, den dritten meine ich, ranholen. Ich hab da oben ja noch eine Stadt ganz vergessen. Aber leider nicht aus Glas und Gold und Stein, wo jede Straße, die hinausführt, auch wieder reinführt. Na, musst du denn ausweichen, du dummes Schiff? Bumm. Genau. Du bleibst da als Sicherheit, glaube ich mal. Und ich baue direkt schon den nächsten nach. Das sollte ja eigentlich ausreichen. Zack. Let's go. Zum Angriff. Das ist aber wirklich der letzte Teil. Ich glaube nicht, dass das jetzt sich noch hier... Das... Dat, oh, nee. Boom! Krank! One-Hit! Die greift auch schon mal an. Let's go! Lasst euch nicht von ihnen verleugnen, einzugehen. Oh, die gucken nur eisern zu. So, ich bin gleich soweit. Und bam. Jetzt könnt ihr angreifen. Los. Einfach da mit reingehen. Los. Kein Ort mehr, wohin ihr flüchten könnt. Gebt jetzt auf. Los! Zurück.
haben wir doch noch einen Ort. Da ist noch ein Kanonenturm. Ray! Ich kann mal gar nicht, was machst du denn da? Meinst du mich angreifen zu müssen? Dann wirst du aber ertrinken und absoffen und sterben. Habe ich ertrinken schon gesagt? Ich glaube, absoffen hatte ich noch nicht. Bumm und noch einmal bumm und noch einmal bumm, dann ist es fertig. Die Behandlung ist abgeschlossen. Dann jetzt an den Kanonenturm. Und es ist vorbei. Es ist vorbei, es ist endlich vorbei. Boom. Fertig. Falls ihr da noch dran kommt, aber das kommen wir ja leider nicht. Es ist vorbei. Die Mission jetzt nicht abgeschlossen ist. Dann weiß ich echt nicht mehr weiter. Und ich habe nochmal die ganze Weltkarte aufdecken. Boah. Und nochmal jede scheiß Kleinigkeit aufdecken. Boah. Den letzten Turm in der hintersten Ecke kaputt machen. Ich kann nichts mehr bauen, das ist das Problem. Ich müsste die Peons von da nach da verschiffen, damit ich noch was machen kann. Einen Moment lang dachte ich so. Das ist aber unglaublich, was soll denn das? Nein, 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 nicht da, nicht vor allem. Ich habe zwei unschlagbare Kampfbots. Jetzt noch meint, sich mit mir anlegen zu müssen. Dem kann dann auch nicht mehr greifen werden. Okay, Unterseeboote könnten es noch schaffen. Hier ist nichts mehr. Hier noch was, irgendwas, ist mir egal was. Da ist Land, ich sehe Land. Immer ich. Was gibt's an diesem Land zu sehen? Nur Bäume. Bäume, Bäume, Bäume. Rettet die Bäume, esst mehr Biber. Scheint aber nichts mehr zu sein. Nur noch eine Goldmine. Du bist der Captain. Du bist der Captain. Ahoi. Du bist der Captain. Mal eben schnell hier das aufdecken. Du bist der Captain. Miss Vermin. Dann die Leuchtfleck da unten und ey, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Habt ihr es mal gesehen? Ich habe hier alles rundherum weggekillt. Das ist echt seltsam. Also nee, wegen so etwas vergeht einem doch echt der Spaß im Spiel. Das ist richtig genial gemacht, aber wegen diesem Mist empfehle ich das Spiel auf jeden Fall niemandem weiter, weil das raubt einem ja den letzten Nerv.
Aber ja, ich bin noch ruhig. Ich bin eigentlich ein sehr geduldiger Mensch. Immer ich? Ja, ich bleib immer bei Rot stehen, wenn ich über die Straße will. Es sei denn, es gibt keine Ampel. Nein, Scherz. Wo das mit dem Rot gehen war, kein Scherz. Ich gehe nicht über Rot, warum auch? Ich hab Zeit. Ach ja. Du bist der Captain. Na, hier ist nichts mehr. Du bist der Captain. Frage, was soll ich jetzt machen? Ja, was soll ich jetzt machen, hä? Du bist der Captain. Schlagt was vor. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich machen? Ich hab keine Ahnung, was soll ich machen? Könnt die noch ausbauen, aber die würden mir nicht viel bringen. Vielleicht muss ich die Orks ja dahin bringen zu dem. Wie heißt's? Leuchtkreis. Ja, das klingt irgendwie einleuchtend. Ich glaube, ich mach das mal. Ich habe was. Szenario zur Vorgabe: Eine Festung und einen Hafen auf der Insel in der Tyrs Bay Hand errichten. Weiß nicht, wie oft ich das schon vorgelesen habe. Das ist doch echt krank hier. Ich schicke die drei Chaoten da mal zu dem Leuchtkreis. Ist ja nicht weit entfernt. Ah, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Frau zum Fahren hier, unglaublich. Wofür soll dieser Leuchtkreis eigentlich gut sein? Und jetzt? Ihr seht, das ist doch so behindert. Das ist doch echt so behindert. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich bleib einfach hier stehen, beende die Aufnahme. Ich hab das Spiel gespeichert. Mal sehen, ob es irgendwann nochmal bei spielen will. Komm, wir machen mal. Szenario beenden. Hauptmenü. Hauptmenü. Spiel gegen Computer. Spielladen. Quinnovas 3.6. Nee, tschüss, ich beende die Aufnahme. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal bei Warcraft 2 Battle.net Edition bei Bugs, dämlichen Spielprogrammierern und nee, einfach nicht weiter zu empfehlen. Tschüss!